Hallo Leute, heute ein kurzes und knackiges Video über die neue Zaunkönig M2K-Maus, die wohl leichteste Maus mit Mausrad und die zweitleichteste Maus der Welt. Los geht's! Hab lange drauf gewartet, Leute, haben wir irgendwann Ende März bestellt, die Maus, und ist heute am 19.05. gekommen. Vorfreude war bei mir auf jeden Fall schon mal sehr groß, schon damals bei der Bestellung, weil das quasi meine erste, sag ich mal, rein Fingertipp-Mini-Maus ist, und dann ist sie auch noch so leicht. Da stört mich auch nicht, dass sie ein Kabel hat, also mir ging es da wirklich nur ums Gewicht, muss ich auch ehrlich sagen. Erstens haben wir hier eine kleine Karte von Zaunkönig bei. Das sind die beiden Jungs von Zaunkönig. Ich glaube, einige von euch haben die auch bei Höhle der Löwen gesehen. Geht nochmal rein hier. Haben nett unterschrieben auf jeden Fall schon mal mit einem Bild von der aktuellen PCB. Zu der PCB sage ich gleich noch was. Overengineered, bla bla bla. Ja, steht nochmal alles drin, was die Maus kann. Out of the box MTQ set to 800 dpi und 1000 Hertz, und you have to also plug into PC while holding down the left. Ah, okay, hier ist gleich noch erklärt, wie man dann von 1000 Hertz auf 8000 Hertz die Maus stellt dann, und das probieren wir dann auch gleich noch aus. Ach so, die haben die PCB hier mit reingeklebt, das ist ja süß. Das ist ja leid. Krass. Also die PCB hier ist halt komplett mit reingeklebt. Das scheint die derzeitige PCB zu sein. Gucke ich mir nachher mal noch genauer an, oder vielleicht dann in der Review, die noch kommt. Das ist halt hier wirklich erstmal nur ein First Impressions Video, Leute. Und eine richtige Review kommt natürlich noch. Da brauche ich ein bisschen für, weil ich muss die Maus auch spielen. So, gucken wir mal weiter. Das ist sehr, sehr ökofreundlich eingepackt. Finde ich schon mal gut. Vernachlässigen die meisten. Das hier ist die Nummer 49, Leute, von allen produzierten. Gucken wir mal rein. Hoffentlich ist es eine Glücksnummer. Die nehmen wir noch. Schöne Blechbox noch dazu. Kennen wir ja von G-Wolf solche Blechboxen, aber die ist auch sehr schön. Dezentes Logo. Schön verpackt. So, dann ist ja das gute Stück hier drin. Fairerweise muss man sagen, dass die Jungs die Maus schon vor, glaube ich, 3 oder 4 Wochen verschicken wollten. Dann denen aufgefallen ist, dass sie mit der Version bei 8000 Hertz ein Problem bekommen bei der Länge des Mauskabels. Deswegen mussten sie die Mauskabel nochmal kürzen und alle neu machen. Deswegen sind die Mäuse erst so spät gekommen. So, also wie gesagt, schön verpackt hier. Das Kabel einmal drumherum gelegt, nicht irgendwie aufgerollt oder so. Kabel ist nicht detachable, um halt auch Gewicht zu sparen, ne? Nehmen wir gleich mal das ganze Ding hier raus. Okay, da ist auch nichts weiter drunter. So. Auf jeden Fall sehr, sehr krass leicht. Was auf jeden Fall geändert wurde, ist, glaube ich, die Unterseite. Früher war hier unten sowas wie so ein Gittermuster drauf auf der Unterseite. Meines Erachtens nach sind die Feeds jetzt auch andere. Bin der Meinung, das waren mal nur runde Punkte. Die Feeds sind laut eigener Angabe von den Zaunkönig-Jungs sind die 0,7 mm hoch und abgerundet. Abgerundet sind die auf jeden Fall. Die fühlen sich auch jetzt schon sehr gut an. Also wenn ich mit dem Finger rübergehe, fühlen die sich schon echt an, als wenn die gut gleiten. PCB, Mausrad, oh, sieht alles gut aus. Ist halt nochmal, hat man halt sich die Mühe gemacht, in der Shell, also in der Carbon Shell, Aufnahmepunkte zu machen, wo ein Plaste eingeschraubt wurde, wie ein Steg, wie eine Brücke, wo die PCB draufgesetzt wird. So sieht das hier jetzt erstmal auf dem ersten Blick für mich aus. Sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Solide verarbeitet. Ich werde jetzt auch hier nicht wild rumdrücken. Sagen wir mal so, bei so einer leichten Maus bin ich lieber ein bisschen vorsichtiger mit dem Kabel. Okay. Also Kabel ist einfach steif in die Carbon-Shell rein. Da habe ich keine Ahnung, wie das später mit Kabelbrüchen aussieht.
Also ist einfach, ja, mal gucken, wie das wird. Ansonsten ist halt diese Version, zeichnet sich halt aus, dass sie jetzt ein Mausrad hat. Die alte hatte kein Mausrad, war deswegen insgesamt 1 Gramm leichter. Aber bei der alten war zum Beispiel unten halt noch dieses Plastikgittermuster unten, war die PCB dicker, die Bestückung war anders. Dafür wurde hier dann halt ein besserer Chip zur Ansteuerung der USB-Rate, zum Beispiel für 8000 Hertz und so weiter, genommen. Also man hat hier schon Verbesserungen bei der Maus vorgenommen, nicht nur im Design, sondern generell in allen technischen Möglichkeiten, also PCB, Chip-Auswahl, Abtastrate, Herzzahl und so weiter, wurde hier anscheinend alles verbessert. Da steckt halt natürlich mehr Arbeit drin, als einfach nur mal, ich mache einen neuen IC rauf und dann funktioniert es. Da wurde halt wirklich dann auch Research and Development Time reingesteckt. Ne? Also die Jungs haben sich da auf jeden Fall hingesetzt und Mühe gegeben. Ne? Und man muss mal daran denken, dass das handmanufactured hier, also klar, das wurde bestückt, die PCB, von einem Bestückungsautomaten, weil so klein wie die Lötpunkte sind, haben die das nicht von Hand gelötet. Und das waren auch, ist auch ein BGA-Chip, wie auf dem auf der PCB hier zu sehen. Also der Chip, der da ganz unten ist auf dem Steg, das heißt, ist BGA, das heißt, dass der Chip von unten gebeugt werden muss, beziehungsweise die Platine, da werden kleine Punkte drauf gesetzt, dann werden die Bauteile drauf gesetzt, dann fährt es wie durch den Ofen und dort wird es wie gebacken, dass sich die Verbindung setzen, weil von Hand könntet ihr das nicht löten, weil das unterm Chip ist. Man könnte das noch mit einer Heißluftpistole machen, das ist aber sehr ungenau, ne? Weil man dort dann Gefahr läuft, zum Beispiel den Chip kaputt zu machen. So viel mal dazu, rein zum Engineering hier drum. Was machen wir jetzt mal? Ich glaube, wir schließen jetzt mal an. Gucken jetzt einfach mal, was los ist. Funktioniert out of the box. Okay. Sehr leicht auf jeden Fall, also krass leicht, merkt man sofort. Ich habe jetzt hier einen Speedpad liegen, das Tor von X-Ray-Pad. Das ist somit eins der schnellsten Stoffpads, die es überhaupt gibt. Oder glaube sogar das schnellste Stoffpad, was zum Beispiel Friction, also Widerstand angeht. Ich glaube nur das Glas-Skypad ist noch ein bisschen schneller als das hier. Fühlt sich aber sehr gut an. Ich merke sofort, dass so Mikrokorrekturen auf jeden Fall ganz einfach möglich sind. So diese Micro-Corrections, die sind möglich. Griff auch, also ich würde jetzt auf dem ersten, beim ersten Mal anfassen, würde ich sagen, ich habe gleich einen Griff gefunden. Werde es nachher auf jeden Fall probieren, werde es auf jeden Fall spielen heute. Bis zur Review werde ich sie ununterbrochen spielen, weil ich auch keine andere Maus jetzt habe, die ich reviewen muss. Beziehungsweise die ich hier habe, die SKS und so, die neue GBus, das ist alles uninteressant. Erstmal, das Ding geht erstmal vor. Fühlt sich auf den ersten Griff auf jeden Fall mega cool an, mega leicht. Glides sind echt gut diesmal, also finde ich gut. Ich werde jetzt gleich gucken, wie ich die DPI-Zahl auf 1600 kriege und die USB Herzzahl auf 8000 und dann werden wir mal, glaube ich, eine Runde spielen. Also Leute, ich habe jetzt ein bisschen gebraucht, so 10, 15 Minuten, um diese 8000 Hertz einzustellen und die richtige DPI-Zahl. Lift-off Distance ist immer auf niedrig eingestellt, die kann man wohl auch verstellen, will ich aber nicht. Und der Debounce-Timer ist immer bei 0 Millisekunden, also alles ideal fürs Zocken. Habe jetzt, wie gesagt, 8000 Hertz, 1600 dpi an, so wie ich mit anderen Mäusen auch einspielen, also bis auf die 8000 Hertz. Und werde jetzt auf jeden Fall Gas geben, werde eine Runde zocken. Apex spiele ich zurzeit wieder sehr viel und werde mal gucken, ob reingeht oder nicht, Jungs. Wir sehen uns in ein paar Tagen mit der vollen Review zu der Maus, dann erkläre ich auch, wie man die DPI da switcht, wie das gemacht wurde, dass das alles out of the box ist und dass man keine Software braucht und. Und würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaut, Leute. Ich hoffe, euch hat es gefallen bis jetzt und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.